So, willkommen zurück bei Final Fantasy 15. Wir warten schon hier mit Noctis in Richtung des Dungeons. Hey. Hast du etwa vor, so das Grab zu betreten? Was meinst du? Ich finde, deine Ahnen verdienen mehr Respekt. Und überhaupt, ich glaube, du würdest am liebsten aufgeben. Natürlich will ich lieber aufgeben. Von hier an wird es noch viel mehr Opfer in meinem Namen geben. Denkst du? Ja, ja. Schon gut. Vergessen wir, dass ich dir diese Frage gestellt habe. Ja, im letzten Video sind wir ja durch diesen, ein Glück. Hat funktioniert. Ja, wer heißt das? Ja. Steinbruch gelaufen, hey, um den Zugang hier zu diesem Königsgrab zu finden. Haben wir freigeschaltet und jetzt können wir hier runter. Was denkst du denn? Es ist ja eigentlich kein richtiges Dungeon, es ist ja tatsächlich mehr so ein bisschen kämpfen jetzt hier unten, das werdet ihr gleich sehen. Ignis, nicht ausrutschen. So, wir kommen hier in ein riesiges, großes Tümpelgebiet. So, und machen jetzt hier erstmal diese Viecher alle. Das sind ja die Viecher, die wir schon aus dem Steinbruch kennen. Die sind nicht so mega schwer. Konzentrier dich lieber, statt zu plappern. So, jetzt suchen wir mal den Eingang in dieses Dungeon. Was ist denn das? Sind das Eier? Hinter diesen Eiern scheint irgendwas zu sein. Was ist das? Ein Schrumpf! Gesicht! Was ist da? Ein riesiges Monster! So. Also wir müssen so ein bisschen drauf einschlagen und mit Feuer und alles, was wir haben. Bis es dann irgendwann total wütend wird und ausrastet, dann müssen wir uns nicht verstecken. Oh nein, da sind keine Mini-Viecher! Zerstört! Keine Chance! Was sollen wir tun? Ich habe absolut keine Ahnung! Es muss einen Weg geben! Ja, jetzt kommt dieser Rage-Mode und da müssen wir in dem Fall jetzt hier verschwinden an den Rand. So, da ist der Pfeil, da müssen wir hin. Nacht, lass mich etwas versuchen. Ja, relativ einfach, weil man weiß, wie es geht. Das heißt, gar nicht so großartig kämpfen, sondern einfach warten, bis der Rage-Mode kommt und dann abhauen. Und den Rest macht dann hier Ignis. Und dann war es das hier unten eigentlich auch fast schon. Wir können jetzt da zu dieser Wurzel gehen und dann in das
Königsgraben müssen jetzt hier nur noch diese Eier nicht an. Wegbekommen. Am besten verbrennen sie. Seht nur, eine Tür! Wer legt denn hier ein Grab an? So, wir haben die Königswaffe. Kommt, zurück zum Bahnhof. Ja, gehen wir. So. Moment! Was ist? So kann das nicht weitergehen. Eure Streitereien bringen mich noch um den Verstand. Mal ganz offen. Mein Augenlicht habe ich wohl für immer verloren. Und trotzdem will ich bei euch bleiben. Bis zum Ende. Ignis, das ist zu riskant. Wenn du weiter mit uns kommst, bist du in ständiger Lebensgefahr. Aber wir sind doch da. Wir können ihn aber nicht ständig beschützen. Na dann, soll er selbst entscheiden. Es geht aber nicht darum, was er will. Das weiß ich. Ich erwarte keine Rücksichtnahme. Wenn ich zur Last werde, verabschiede ich mich von alleine. Was ist, Euer Majestät? Noct. Als König musst du für ein höheres Ziel kämpfen. Ohne Rücksicht auf Opfer. Verluste oder Freundschaften. Gladio, Noct wird bereit sein, doch er braucht noch etwas Zeit. Ja, schon gut. Aber froh bin ich nicht. Ist das klar? So, damit haben sich die Jungs jetzt mehr oder weniger wieder ausgesprochen und wir werden uns jetzt zurück in Richtung Zug und dem Bahnsteig begeben, um dann unsere Reise fortzusetzen. Nicht wundern, ich habe ja die Stelle zweimal aufgenommen und habe das ja irgendwie etwas komisch zusammengeschnitten. Aber jetzt geht's zurück zum Bahnhof. Also gleich. So, blinde Loyalität, damit geht es jetzt weiter. Schöne Ladezeiten. Ich habe sie diesmal nicht rausgeschnitten.
Frag mich allerdings gerade selber, warum. Nun gut, es ist so. Wie es ist. So, da fahren sie wieder hoch, kommen jetzt am Bahnhof an und sind jetzt quasi bereit für die Weiterfahrt. Und ihr werdet es gleich merken, ich habe da ein kleines Problem gehabt, auch mit der Technik, indem ich einfach ein Stück des Spiels nicht aufgenommen habe. Das heißt, wir werden jetzt nicht sehen, wie wir in den Zug einsteigen, sondern werden hier gleich einen Cut erleben und dann direkt im Zug stehen, wo wir dann schon eine Sequenz mit Arjen haben. Aber das wird gleich kommen, das werdet ihr sehen. Verpasst habt ihr in dem Moment natürlich nichts, weil ich laufe jetzt hier nur gerade noch ein bisschen auf dem Bahnhof rum und steige dann quasi in diesen Zug ein. Jetzt bin ich quasi eingestiegen, steig wieder aus. Ja, ich mache hier noch ein bisschen Sightseeing. Na, was mache ich da gerade? So, das ist dieser Cut, von dem ich eben erzählt habe. Jetzt geht's im Zug weiter. Was zum Teufel machst du hier? Was soll das? Beruhig dich. Du machst mir richtig... Halt's Maul! Lass das! Was ist? Was habe ich dir denn getan? So, Arjen ist aufgetaucht und wir verfolgen ihn jetzt durch den Zug. Soweit das für uns möglich ist. Stell dich, du Dreckskerl! Sag mal, Nocte? Dieser Bastard! Hilfe! Du machst mir richtig Angst! Genug mit dem Spaß jetzt! Hör auf! Lass das! Du belästigst die anderen Fahrgäste! Du hattest jetzt genug Spaß! Ich meine es todernst! Ich dachte, wir sind Freunde! Willst du mich wirklich umbringen? Natürlich! Du entkommst! Was führst du im Schilde? Wen willst du mir als nächstes nehmen? Du bist an allem schuld! Was soll das heißen? Wieso? Gibst du wirklich mir für alles die Schuld? Ha! Willst du es etwa leugnen? Nocte! Was habe ich denn so Schlimmes getan? Du Marder! Du machst mir ja richtig Angst. Ich bitte dich, hör mir zu! Schnauze! So, Notstopp. Alles in Ordnung? Arjen, er ist hier. Wie? Arjen? Ob er es war, der den Zug angehalten hat? Ich verstehe jedenfalls nur Bahnhof. Gladio und Ignis sind vorne in den Maschinenraum nachsehen gegangen. Wir könnten ja im hinteren Teil nach dem Rechten sehen. Okay. So, es bricht jetzt so ein bisschen Chaos hier aus. Der Zug wird tatsächlich angegriffen. Und der gutste Prompto und hier Nocte
werden jetzt hier gleich gegen die Angreifer sich wehren müssen. Ob der Zug vollständig umzingelt worden ist? Schnell, flieg nach vorne! Vielleicht nach uns? Innen ist es auch nicht sicher. Na, komm! Wir müssen im hinteren Teil nachsehen. Der Zug fährt immer noch nicht weiter. Überlassen wir den Maschinenraum Gladio und Ignis. Okay, gehen wir ans Zugende. Wenn jetzt jemandem was passiert ist? Hoffentlich ist niemand verletzt. So, da draußen stehen sie. Sie zerstören sich selbst. Wir dürfen sie nicht reinlassen. Ja, kämpfen wir drauf. So, und die greifen jetzt permanent den Zug an, oder versuchen es zumindest. Und Noctis und Prompto müssen die aufhalten. Das Problem ist, die stehen immer wieder auf. Ja, genau, wie gesagt, die kommen immer wieder. Das ist jetzt so ein kleines Hin- und Her-Warpen. Es werden immer mehr. Das nimmt kein Ende. Ja, es ist tatsächlich ein bisschen nervig, dass die immer wieder aufstehen. So, jetzt kommt der Panzer. Bleib zurück. Danach dürfte das Ganze gleich zu Ende sein. Sicherheit geworben und jetzt schnell in den Zug, damit wir hier wegkommen. Los, los, los! Sieh nur, die Luftschiffe folgen uns. Anscheinend wollen sie den Zug angreifen. Dann müssen wir sie vernichten. Ja, jetzt müssen wir die Teile noch vernichten. Das heißt, wir werden jetzt mit Noctis von Schiff zu Schiff warpen gleich. Und dann die Schiffe außer Gefecht setzen. Das ist der Plan. So.
Man muss natürlich in die Schiffe rein und das macht man am dümmsten seitlich. Glaube ich. Nee, warte mal. Oder war das der direkte Weg? Nein, es ist seitlich. Die können sich alle in die Luft jagen. So, wir könnten jetzt hier mit dem Gewehr natürlich die anderen Teile abballern. Genau so. Es geht aber auch, dass man die Besatzung ausschaltet. Und dann, sobald der schreit, weg hier, in das nächste Schiff. Vorsicht, weg hier! Eins weniger. So, ich habe nur 8 Sekunden. Nee, 8 Sekunden dauert es, bis das Schiff explodiert, glaube ich. Weiter geht's. So. Na, wann mag das Spiel begonnen haben? Ja, Prompto ist weg. Aden hat eine ganz fiese Nummer abgezogen. Und das Video ist jetzt auch zu Ende und im nächsten Video geht es dann an der Stelle natürlich wieder weiter.